Christian Diefenbach. Die beiden Gäste. Ein Wirtshaus an dem Wege stand, zur Maienblume war's genannt. Drin schenkt man Honig süß und mild, hat manchen schon den Durst gestillt. Da kommt des Wegs ein Wandersmann, hat kleine gelbe Stiefel an. Es singet leis das Bürschchen fein, klopft an die Tür und will hinein. Herr Wirt, ein Gläschen möcht ich gern. Der Wirt sieht kaum den feinen Herrn. So zieht er flugs sein Käppchen ab. Vom Besten kriegt ihr, den ich hab. Dann bringt er schnell ein Gläschen her, der trinkt's in einem Zuge leer. Was bin ich schuldig? Schuldig, ihr? Ich glaube gar, ihr scherzt mit mir. Mich freut es, dass ihr mich beehrt, und wenn's euch nicht zu sehr beschwert, schenk ich euch eins zur Reis noch ein. Flugs holt er noch ein Gläschen Wein. Der Wandrer sagt ihm schönen Dank, zieht seines Weges wieder frank. Vergesst nur nicht die Wiederkehr, ruft hinter ihm der Wirt noch her. Bald kommt ein anderer Wandersmann, der schreit und läuft so viel er kann und blickt so wild zur Welt hinein. Das muss der böse Wind wohl sein. Der kommt ans Wirtshaus, pochet an, geschwind, geschwind, nur aufgetan. Ein Glas vom besten Honigwein, sonst schlag ich Tür und Fenster ein. Der Wirt denkt, halt, dem geb ich nichts. Das ist ein rechter Taugenichts. Und wie der Wind auch tobt und schilt, er bringt doch keinen Honig mild. Da rüttelt er und schüttelt er und zerrt das Häuschen hin und her und schlägt es endlich ganz entzwei, zieht fort mit wildem Hohngeschrei. Bald kommt der erste Wandersmann, sieht, was der wilde Mann getan, setzt aufs zerschlagene Haus sich müd und summet leis ein traurig Lied.